Heute möchte ich euch einmal in das älteste Wien entführen, wo heute der erste Bezirk liegt. War vor fast 2000 Jahren das Kastell Vindobona, ein römisches Militärlager. Wien wurde erstmals in der Form des Wortes Venia 881 erwähnt. Vor ca. 800 Jahren wurde dann die erste Stadtmauer gebaut, die nach der ersten Türkenbelagerung 1529 in den Jahren danach noch erweitert und ausgebaut wurde. Ja, das Mittelalter war für Wien eine schwierige Zeit. Nicht nur Seuchen wie die Pest, die zwischen 1349 und 1679 viele Todesopfer forderte, oder Überschwemmungen der Donau, die deswegen dann 1868 reguliert wurde in der Form, dass aus einem der wildesten Arme der Donaukanal gemacht wurde. Kriege, da haben wir gleich das Stichwort Türkenbelagerungen, 1529 und dann 1683, die zweite und gefährlich natürlich die Brände, denn die Häuser bestanden großteils aus Holz, zumindest die Dächer. Und da war mit Funkenflug sehr rasch ein Großbrand entfacht. Viele Straßennamen im ersten Bezirk erzählen noch heute, was dort früher einmal war. Vor allem Geschäfte oder Händler. Zum Beispiel der Fleischmarkt, die Wollzeile, der Bauernmarkt. Aber bitte glaubt jetzt nicht, dass dort Bauern verkauft wurden. Genauso wenig wie auf dem Flohmarkt Flöhe verkauft werden. Die Tuchlauben, die Naglergasse, die Seilerstätte, der Hohe Markt, der Salzgries, Fischerstiege, Kohlmarkt, Bäckerstraße, Riemergasse, Kramergasse, Wildbrettmarkt, Goldschmiedgasse, Neuermarkt oder der Hafnersteig. Apropos, wer von euch weiß, was Hafner sind oder was sie herstellten? Auflösung: Kachelöfen. Bis vor ca. 100 Jahren gab es im ersten Bezirk nur sehr schmale Gassen, wie man hier gut sehen kann. Und dort waren die Steine an den Mauern dazu da, um zu verhindern, dass die Kutschen oder Fuhrwerke, die ja nicht immer sehr sicher unterwegs waren, was sich von den heutigen Autofahrern nicht unterscheidet, dass diese Kutschen also nicht in die Hausmauern krachten. Dazu waren diese Steine an den Hausmauern da. Der liebe Augustin war ein Sänger, Straßensänger, Bänkelsänger, wie immer man dazu sagen mochte, in Wien zur Zeit der letzten Pestepidemie, also im 17. Jahrhundert. Augustin versuchte mit seinen oft kritischen, aber sehr lustigen Liedern die Leute ein bisschen aufzuheitern, dass sie die schreckliche Zeit vergessen konnten. Und wenn der Augustin jetzt noch leben würde, dann würde er vielleicht Folgendes singen. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, oh, lass es hin. Firma kaputt, Job ist weg, die Regierung schert sie um uns an Dreck. Oh, du lieber Augustin, oh, lass es hin. Der Sage nach soll dieser liebe Augustin sogar eine Nacht neben lauter Pesttoten in einer Pestgrube überlebt haben, als er eines Abends seinen Rausch an einem Randstein vielleicht ausgeschlafen hat und von den Pestknechten, die mit den Pestkutschen durch die Stadt fuhren, um die Leichen einzusammeln, für tot gehalten wurde. Und so wurde er dann auf den Pestwagen geladen und in einer Pestgrube am Rande der Stadt mit den Toten einfach in die Pestgruben ausgeleert, die man damals dazu angelegt hatte, um die vielen Toten schneller beerdigen zu können. In der Früh, als er von seinem Rausch erwachte, sang er dann lauthals sein Lied und Vorbeikommende hörten es und befreiten ihn aus der Pestgrube. Dieses Bild hier, oder besser gesagt, diese Figurengruppe, zeigt eigentlich schon das Happy End einer Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte. Es geht nämlich um den Basilisken. Dieser Basilisk trieb angeblich sein Unwesen im Basiliskenhaus in der Schönlaterngasse.
Und dort selbst tauchte er auf, als die Magd eines Tages im Brunnen Wasser schöpfen sollte. Sie fiel daraufhin in Ohnmacht, war fast nicht wiederzubeleben und man schickte einen mutigen Knecht hinunter und der kam ganz verzweifelt und auch schwer benebelt wieder hoch, nachdem man ihn am Seil hochgezogen hatte und berichtete, ein schreckliches Wesen mit dem Körper eines Drachen, mit dem Schwanz eines Hahnes, mit dem Hahnenkamm am Kopf. Ein herzugezogener Experte der Naturwissenschaften meinte, dass es ein Basilisk wäre. Dieses Wesen könne man nur in die Schranken weisen, wenn man ihm sein eigenes Spiegelbild zeige. Und dann würde es vor dem schrecklichen Anblick seiner selbst zerplatzen. Dies gelang angeblich mit dem mutigen Knecht und eine andere Endversion des Basilisken-Geschehens besagt, dass der Brunnen einfach mit Steinen zugeschüttet wurde und der Basilisk erstickt wurde. Welche Version euch besser gefällt, bitte entscheidet selbst. Am Lugeck steht das Denkmal von Johannes Gänsfleisch Gutenberg. Was dieser Herr wohl am liebsten gegessen hat bei seinem zweiten Vornamen? Nun, in jedem Fall hat er um 1450 den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden. Die ersten Buchdrucke mussten allerdings noch für jedes Stück einzeln geschnitten werden. Und davor war es noch schlimmer, dann war das Schreiben der Bücher in händischem Abschreiben die Aufgabe von Mönchen in den Klostern. Der Hohe Markt ist der älteste Platz Wiens. Er war übrigens früher auch Platz der Gerichtbarkeit. Und da gab es zum Beispiel für Bäckermeister, die das Brot zu klein machten, was man am Stephansdom, den ihr ja im Rahmen der kleinen Stadtstreicher-Serie schon gesehen habt, auch in dieser Ausbuchtung nachmessen konnte, die links neben dem Riesentor sich befindet. Und wenn das Brot eben zu klein war, dann wurden diese Bäcker mit dem Bäckerschupfen bestraft. Eine relativ grausame Geschichte. Der Bäckermeister wurde in einen Käfig gesetzt, an einer langen Stange und einer Kippvorrichtung befestigt und wurde immer wieder in die Donau getaucht, die ja hier nicht weit entfernt vorbeifloss. Er wurde so lange untergetaucht, dass er gerade nicht ertrank. Wobei, möglicherweise hat es den einen oder anderen doch erwischt und auf jeden Fall die, die es überlebt haben, haben sich mit Sicherheit überlegt, ihre Brötchen zu klein zu backen. Der Vermählungsbrunnen am Hohen Markt wurde unter Karl dem VI., dem Vater Kaiserin Maria Theresias, erst 1732 errichtet und stellt jetzt überraschenderweise keine Vermählung eines Habsburger Ehepaares dar, sondern, was glaubt ihr wohl? Hier ist die Auflösung, jene von Josef und Maria. Ebenfalls am Hohen Markt befindet sich die Ankeruhr, das ist jene, die ihr hier gerade seht. Da werden die Stunden mit Figuren angezeigt, und zwar mit Figuren aus der Wiener Geschichte. Einmal am Tag, nämlich um 12 Uhr, wandern alle 12 in einem durch und man kann quasi einen Schnelldurchlauf Wiener Geschichte genießen. Die Ruprechtskirche ist die älteste Kirche Wiens. Sie stammt in ihrer ersten Form aus der Zeit der Romanik im 8. Jahrhundert. Wie weit ist sie dem heiligen Rupert oder Ruprecht? Und das war der Patron der Salzschiffer. Und deswegen diese Kirche an dieser Stelle, denn nicht unweit floss die Donau vorbei und auf der Donau kamen die Schiffe, unter anderem aus Salzburg, mit der Ladung erraten. Salz. Im bürgerlichen Zeughaus befand sich früher ein Waffenarsenal, das die Waffen aller Wiener Bürger beherbergte, die sie dann im Falle eines Krieges dort abholen mussten, denn es war natürlich nicht gut, dass Waffen in Privathaushalten gelagert wurden. Sehr schön ist hier das Wappen der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, der zweiköpfige Adler über dem Tor des bürgerlichen Zeughauses zu erkennen.
Bei einem Kranunfall während eines schweren Sturms 2007 wurde das Dach schwer beschädigt und auch diese Figurengruppe oben am bürgerlichen Zeughaus zerstört. Sie konnte aber wieder instand gesetzt werden. Heute befindet sich im bürgerlichen Zeughaus die Zentralfeuerwache von Wien. Ja, und dieses kleine Klavierkonzert auf einem sogenannten Open Piano, das findet gerade auf dem Graben statt. Der Graben war früher tatsächlich ein solcher, mit Pferdegetrappel im Hintergrund, hört man mich hoffentlich, und war der Graben des römischen Militärlagers. Die Pestsäule wurde vom österreichischen Kaiserhaus aus Dank an Maria oder sämtliche anderen Heiligen errichtet, nach dem Ende der letzten Pestepidemie. Dieser Turm nebst der zugehöriger Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert und es handelt sich um die Kirche Maria am Gestade, die eine der Hauptkirchen der Donauschiffer war. Sie ist eindeutig erkennbar im gotischen Stil erbaut und über eine lange Stiege zu erreichen, was sie zu einer beliebten Hochzeitskirche der Wiener macht. Maria am Gestade hat einen extrem schmalen Innenraum und daher ein sehr langes Kirchenschiff.